Zerstört die AfD den Wirtschaftsstandort Deutschland? Ihre Fraktionsvorsitzende Frau Weidel ist ja auch noch da. Die hat ja kürzlich mal wieder den Dexit vorgeschlagen, also den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Diese Forderung ist komplett verrückt, wenn man einmal bedenkt, wie sehr Deutschland von der EU profitiert. 55% unserer Exporte gehen an die Mitgliedstaaten. Wer nicht auf mich hören möchte, der kann aber auch einfach mal der Wirtschaft zuhören, beispielsweise den Bauern. Und da sagt der Bauernverband, die AfD hat sich mit diesem Vorschlag agrarpolitisch zu 110% disqualifiziert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wo der Bauernverband recht hat, da hat er recht. Auch der bekannte Unternehmer Reinhold Wirth, der sich sonst vom politischen Tagesgeschehen eher fernhält, hat nun einen Brief an seine ganze Belegschaft geschrieben. Ich lese mal vor. Bloß wegen ein bisschen Spaß an der Freude, Rabatz zu machen und aus Unmut über die Ampelregierung die AfD zu wählen, ist einfach zu wenig. Viele Leute aus der Wirtschaft machen sich also Sorgen, dass die AfD dem Standort Deutschland und damit ihren Unternehmen und Arbeitnehmern schadet. Wir sollten diese Sorgen ernst nehmen.